Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir machen heute mal wieder eine Pizza und zwar habe ich hier so eine Glasauflaufform und etwas Pizzateig und da machen wir heute was ganz Verrücktes und zwar nicht einfach eine Pizza in der Glasform, sondern eine Pizza auf der Glasform drauf. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Zuerst mal haben wir hier unsere Glasform, da unten gebe ich jetzt mal etwas Tomatensoße rein, hier ist auch gleich schon meine Box leer, ihr könnt aber auch noch etwas mehr nehmen, das verteile ich jetzt mal etwas, das geht ja hier in der Form wunderbar. Danach habe ich hier etwas Käse, ich nehme hier meistens Gouda auf die Pizza, den hobel ich jetzt mal hinein, noch etwas Pizzagewürz obendrauf, dann könnt ihr den Käse mal kurz andrücken und dann ist der untere Teil von der Glasform auch schon fertig. Das Ganze macht schon mal einen ganz guten Eindruck, schaut aus wie eine belegte Pizza, nur ohne Teig. Beim Backen schmilzt der Käse dann auch in die Tomatensoße rein und das benutzen wir später als Dip für die Pizza. Den Teig rollen wir auch gleich mal aus, einfach mit dem Nudelholz mal schön ausrollen, immer wieder drüber und wenden. Bitte nicht ganz zu dünn ausrollen, denn sonst reißt er später, also so 3-4 mm dick soll der schon noch sein. Dann habe ich mal hier die Form, den Teig gebe ich mal da oben drauf, einfach schön drüberlegen, schauen, damit er gut überlappt. Und so wird er auch bleiben. Einmal mit dem Nudelholz ganz leicht drüber, damit der Rand etwas angedrückt ist, denn wir wollen das Ganze dicht haben. Die Ränder schneide ich noch leicht ab, aber bitte immer darauf achten, damit der Rand noch überlappt und etwas Teig herunterhängt, damit das auch wirklich luftdicht ist. Denn wenn die beim Backen heiß wird, dehnt sich das Ganze aus und es gibt eine echt tolle Pizzablase. Wir belegen das Ganze natürlich aber noch. Jetzt kommt hier mal etwas Soße obendrauf. Ich mache das mal vorsichtig mit dem Löffel, damit der Teig auch nicht durchreißt. Dann verstreiche ich das mal schön, schauen, damit alles halbwegs gleichmäßig ist. Wenn das erledigt ist, noch etwas Pizzagewürz obendrauf, dann noch etwas Käse drüber hobeln, wie bei einer richtigen Pizza halt auch. So schaut das ganze Konstrukt jetzt aus. Unten ist unser Soßen-Käse-Dip, obendrauf ist der Teig, belegt wie eine ganz normale Pizza. Bitte nicht zu viele Zutaten drauf machen, denn sonst wird das Ganze zu schwer. Und das ganze Teil kommt dann auch schon in den Backofen. Den habe ich wie immer volle Pulle vorgeheizt, also bei mir auf 300 Grad und 10-15 Minuten war der Ofen schon an. Da gebe ich das Ganze mal hinein, schön vorsichtig, immer schauen, damit der Teig nicht einreißt, damit es auch luftdicht bleibt. Dann schließe ich den Ofen mal und dann kann das schön langsam aufgehen. Am Anfang geht das etwas zögerlich, ihr seht es ja hier selber, ich habe euch das mal gefilmt und am Ende geht es dann immer richtig schnell, da geht der Teig dann richtig doll auf und das wird eine riesen Pizzablase. Ist auf jeden Fall super geworden, ihr seht es hier ja, die ist auch halbwegs stabil, also der fällt jetzt nicht so viel zusammen, denn der Teig ist etwas fest geworden und das hält die Blase meistens oben. Leicht sinkt er immer ein, aber im Großen und Ganzen bleibt das so. Hier seht ihr schon, die eine Hälfte sinkt etwas zusammen. Aber wir entnehmen den hier gleich mal von der Glasform, da kommt etwas Dampf raus und dann fällt es natürlich ein. Wir haben ja jetzt auch die Spannung weggenommen, aber das ist nicht weiter tragisch. Ich habe hier mal so einen Schaber, nehme die Pizza und entferne die mal von der Form. Bitte immer beachten, dass es wirklich richtig heiß, da müsst ihr gut aufpassen. Hier unten seht ihr auch gleich schon die Soße und den Käse. Ich schneide mir jetzt hier mal ein Stück weg mit dem großen Rand. Das nehme ich jetzt dann auch gleich mal und das könnt ihr hier wunderbar so eindippen. Schmeckt fantastisch, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich fand die Idee super. Ich habe mir mal wieder gedacht, was kann man mit einer Pizza noch Verrücktes machen. Ab und zu gebe ich den Teig ja auch in die Glasform und backe die da drin. Aber ich wollte mal ausprobieren, ob man das da drüber legen kann. Hat super funktioniert. Ist auf jeden Fall ein echt guter Hingucker. Das mit der Soße und dem Käse da unten drin macht sich auch echt klasse. Rundum kann ich euch nur empfehlen, das mal nachzumachen. Ihr werdet auf jeden Fall staunen, wie stark das aufgeht. Ich hoffe mir, euch hat es gefallen und ich konnte euch mal wieder eine verrückte Idee mit einer Pizza zeigen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas Verrücktes gemacht habt. Dann könnt ihr gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Pizzabacken und dann bis zum nächsten Mal.